Servus, ja, wieder hier in meinem kleinen Studio, was ganz cool ist mit dem schwarzen Hintergrund, finde ich eigentlich ganz cool, so kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren und hier gibt es heute zwei Lampen, mal wieder. Beide 1000 Lumen, 4 AA-Batterien, der eine oder andere hat es schon im ersten Blick erkannt, TrueNight TN4A, genau, HI und die normale. Ja, wenn man sie mal kurz nebeneinander anschalten, dann sieht man schon, da kommt richtig, da ist richtig Dampf dahinter. Genau, in meiner rechten Hand habe ich hier die alte, also bei euch auf dem Video links, die alte und die neue. Und man sieht, glaube ich, hier schon so ein bisschen, welche eben mehr Spot hat. Und zwar die HI ist wieder diese Cree XHP IV3 LED, die ohne Dome. Also dadurch kommt die Lampe einfach wesentlich weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns das erste Mal die Lampen kurz hier mal in der Totalen an. Optisch sind sie eigentlich gleich geblieben, bis auf den Einschalter, der ist halt jetzt silber geworden auf dem Taster. Ansonsten ist eigentlich nicht viel anders an der Lampe. Wenn man jetzt in den Reflektor reinschaut, dann sieht man bei der HI einen größeren Zentrierring aus weißem Kunststoff. Aber ansonsten, auf den ersten Blick muss ich sagen, hat sich nichts verändert. Innen drin ist nichts anders. Das Magazin, also das Batteriemagazin, ist gleich geblieben. Ich würde mal auch sagen, dass generell hier eigentlich nur die LED getauscht wurde. Vielleicht das ein oder andere Innenleben verändert wurde, das nicht zugänglich ist. Zumindest nicht, wenn man die Lampe komplett nicht zerlegt, sondern einfach nur ordnungsgemäß aufschraubt. 4 AA-Batterien, 1000 Lumen. Ich würde fast sagen, ich bin ja nicht so der Fan von diesem Cola-Dosen-Design. Aber es ist auf jeden Fall die typische Wander-Camping-Lampe, die man irgendwo im Auto auch liegen hat oder so, mit dem man abends eine Gassi-Runde mit dem Hund macht. So, dafür ist es, finde ich, genau die richtige Lampe und sie ist für ungefähr 55 Euro zu haben. Also hier kriegt man TrueNight-typisch eine verdammt gute Lampe fürs Geld. Egal, ob es jemand sich für die HI oder für die alte entscheidet. Die sind beides wirklich tolle Lampen. Einfach AA-Batterie, auch für den Prepper macht das natürlich Sinn. Und zu sagen, ich kann mir hier 100 Stück lagern und habe dann eigentlich auch genügend Batterien zu Hause. Also ich denke mal, die Lampe ist so die Allemannslampe. Ja, wenn man nicht viel Geld ausgeben möchte, vernünftige Qualität, dann macht man eh mit TrueNight nichts falsch und mit den TN4A sowieso nicht. Ich würde sagen, wir schauen sie uns aber definitiv mal in der Detailansicht an und später auf jeden Fall mal draußen, ob man den Unterschied denn so stark merkt. Ich weiß nicht, ob ich ein Video mache oder Fotos, das werde ich euch dann auf jeden Fall noch zeigen oder ihr werdet es sehen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in die Detailansicht und dann schauen wir sie uns genauer an. So, hier also die beiden TrueNight Lampen schauen eigentlich baugleich aus, beziehungsweise sind auch baugleich. Also hier hat sich meiner Meinung nach nichts verändert, ja, bis eben hier das HI draufsteht und hier steht eben nur 4A Seriennummer. Also eigentlich ist alles gleich geblieben, die Taster. Einmal jetzt in Silber, vorher in Schwarz. Ob das immer so ist, weiß ich nicht, ob das alle damals nur in Schwarz gab oder ob das unterschiedlich ausgeliefert worden ist. Das kann ich euch nicht sagen. Hier im Reflektor tut sich natürlich einiges. Hier sind so nachleuchtende Elemente bei der, die der Manu da drauf geklebt hat. Danke Manu übrigens, dass du mir die beiden geschickt hast, dass ich sie mir anschauen konnte oder kann und euch dadurch zeigen kann. Super cool, bei der alten Cree XML T6 Chip. Ich versuche mal die Kamera ändern vom Fokus, ob ich das irgendwie fokussiert bekomme. Ich mache mal hier auf manuellen Fokus, das kann einen Moment dauern. Ja, ich denke, so sieht man einigermaßen was. Hier sitzt ein SMO-Reflektor drin, der das Licht möglichst homogen und weich eben abstrahlt. Dadurch ist natürlich der Drone nicht so extrem, aber macht ein sehr sauberes, schönes Lichtbild. Bei der TN4A, nein, Orange Peel sitzt hier drin, kein SMO, sorry, Orange Peel. Und hier sitzt ein SMO drin, ein glatter. Beide sind anti-reflex beschichtet, die Linsen. Hier sieht man es nur wesentlich stärker wegen dem SMO. Und in der Mitte der Kunststoffzentrierring und die HI-LED. Schaut ein bisschen verloren aus, die LED da drin. Aber man sieht mich wunderschön. Aber es funktioniert wahnsinnig gut.
zum Einschalten. Wer die Lampe überhaupt noch nicht kennt, der mal kurz zack den Fokus ändern. Die Bedienung ist ganz simpel. Drücke ich einmal auf die Lampe, startet sie immer in dem letzten Mode. Nochmal ausprobieren, dass ich keinen Scheiß erzähle. Ja, genau. Also wenn ich die Lampe ausschalte mit einem Klick oder einschalte, startet sie in dem letzt gespeicherten Mode. Drücke ich lange drauf auf die Lampe, startet sie im niedrigsten, im Moonlight Mode. Halte ich das gedrückt, dann zappt die Lampe die Lichtleistung durch. Und drücke ich im eingeschalteten Zustand die Lampe zweimal, dann geht sie in den Turbo. Wenn die Lampe aus ist und ich drücke zweimal, mal probieren. Ja genau, dann startet sie einfach nur in dem letzten Modus. Also hier kommt man nicht direkt in den Turbo-Modus. Ich probiere mal. Ne, also man muss die Lampe einschalten und dann zweimal und dann hat man den Turbo-Modus aktiviert. Wenn ich dann nochmal zweimal drücke, kriegt man den Strobe, der ziemlich fies ist. Ich probiere mal was. Zack. Genau. Ja, also im Prinzip ziemlich simpel zu bedienen. Einmal drauf, Lampe an. Und dann kann ich eben durchzappen, wenn ich gedrückt und halte. Oder drücke ich zweimal, komme ich in Turbo-Modus. Also hier auch nicht zu viele Möglichkeiten. Finde ich ganz gut. Betrieben werden beide Lampen, wie der Name schon sagt, 4x AA-Batterien. Hier hat er jetzt Anyloops drin. Das geht wunderbar. Diesen Magazinschacht ist ganz simpel. Man legt einfach nur die hier rein, tschack, natürlich richtig rum, das Ganze viermal. Wie rum man dann den Tank oder das Magazin in den Lampenkörper führt, ist völlig egal. Einfach reinfallen lassen, sauber geschnittene Gewinde, also hier fehlt sich nichts, Trunite typisch, auch sehr gut verarbeitet. Genau, und dann einfach zuschrauben und es kann losgehen. Lampen sind natürlich super tailstandfähig, also besser geht gar nicht. Das liegt jetzt hier natürlich ein bisschen am Lanyard, wenn ich den zur Seite klappe. Das steht bombenfest, also hier fehlt sich gar nichts. Beides tolle Lampen für das Geld, absolut gut verarbeitet. Hier muss man echt sagen, Trunite hat hier wirklich ja, wie immer gute Arbeit geleistet, finde ich, klasse gemacht. Zum Spazierengehen, tolle Lampe, wird natürlich auch gewisserweise warm, aber ja, also das, jeder, der nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, 1000 Lumen mit Hohentro TN4A HI und wer sagt, okay, nur so ein Spazierengehen, nicht unbedingt den Suchscheinwerfer braucht, der soll zur TN4A greifen. Ich würde sagen, hier schauen wir uns auf jeden Fall mal Beamshots an. So, jetzt sind wir draußen und ihr seht ja schon ganz schön hier die Häuser Skyline, wieder diese 247 Meter, dieses Haus entfernt ist. Ich habe jetzt die Kamera gewechselt, mit der kann ich einfach doch etwas heller machen, ein bisschen höheres Bildrauschen natürlich, aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Ich würde sagen, TN4A probieren wir als erstes aus im Turbo-Mode und ich denke, man sieht ganz deutlich, dass sie einen sehr weiten Abstrahlwinkel hat und im Vergleich TN4A HI. Man sieht es rechts ganz gut an dem näheren gelegenen Haus, dass eben hier weniger Licht hinfällt. Nochmal TN4A. Ja, also ich denke, hier konnte man ganz gut sehen, dass wenn es um reinen Throw geht, die TN4A HI die TN4A um Längen schlägt. Ich würde mal sagen, die TN4A HI kommt ziemlich der MH27 HI nahe. Nicht ganz, aber doch ziemlich. Ja, wem das Video gefallen hat, in dem Fall hier alle Lampen Daumen hoch und bis zum nächsten Video.